Uetersen gewinnt bei Holstein Quickborn 5:0. Ja, eine Überraschung würde ich sagen, auch wenn Uetersen als Absteiger sicherlich zu favorisieren war. Wir haben gegen Quickborn gespielt, mit dem Neuzugang Tom Boban, ein guter Freund von mir. Hat nur nicht ganz so geklappt. Ich hoffe für Quickborn, dass sie auf jeden Fall in ihre Spur zurückfinden und auch eine Rolle spielen in der Liga. SC Teutonia 10 gegen SV Lurup 0:1. Ja, die Luruper 1:0 gewonnen. Roman Kjalka, wiederum guter Freund von mir, macht das Tor. Ich freue mich sehr für dich. Ich denke, wie ich gehört habe, ein verdienter Sieg beim Aufsteiger. Wir müssen in 2 Wochen dahin. Wir sehen uns nächste Woche in Lurup. Ich glaube, Lurup kann auch eine gute Rolle spielen. HSV 3, ETV 0:3. Ja, mein alter Verein. Ich freue mich für Dennis Mitteregger, dass er so erfolgreich die letzte Saison schon bestritten hat. Und ich hoffe, er kann diese Saison daran anknüpfen. Ich glaube, die Meisterschaft wird auf jeden Fall über den ETV gehen. SV Lied gegen Pinneberg 1:1. Eine Überraschung des Spieltags. Wir haben 2-mal gegen Pinneberg gespielt. Sehr starke Mannschaft, kompakt. Gute Truppe. Lied dafür die Überraschung gesorgt. Kann ich gar nicht einschätzen als Neuling in der Liga. Aber ich denke, dass Pinneberg auch ganz oben mitspielen wird. SC Egenbüttel gegen FC Teutonia 05 2:1. Ja, wir haben eine sehr gute Partie gespielt. Früh dumm in Rückstand geraten durch Luigi. Dann aber ganz schnell ins Spiel zurückgefunden, den Gegner dominiert, verdient vor der Halbzeit noch zum Ausgleich gekommen und dann in der zweiten Halbzeit den Sack zugemacht. Sehr gutes Spiel, würde ich sagen. Und auch an uns wird schwer vorbeizukommen.